Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Willkommen und willkommen zurück zu meinem Kanal. Mein Name ist Heba und das ist Hebas Rollercoaster. Heute sprechen wir über ein sehr, sehr heikles Thema. Und zwar geht es heute um das hier und das hier und das hier und das hier und das hier. Und ihr habt es schon richtig erraten. Ja, heute geht es um das Kopftuch. Bevor wir anfangen, möchte ich euch nur kurz noch daran erinnern, diesen Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken und zu kommentieren und mir auf Instagram zu folgen. Ich freue mich immer über neue Freunde und neue Bekanntschaften. Also, es ist wieder soweit. Wir sind offiziell im Sommer angekommen und für viele Frauen heißt das kurze Kleider, kurze Röcke, freizügige Kleidung und generell viel Haut. Euch ist aber sicher auch schon aufgefallen, dass das für bedeckte Frauen, Frauen mit Kopftuch bzw. Hijabis, nicht ganz so der Fall ist. Ich trage übrigens auch ein Kopftuch, wollte ich nur mal gesagt haben, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Muslimische und bedeckte Frauen bedecken sich also normalerweise auch im Sommer und zeigen nicht unbedingt mehr oder weniger Haut als zu anderen Jahreszeiten. Und natürlich ist es dann verständlich, dass sich Menschen, die der Sommerhitze mit Freizügigkeit entgegenwirken wollen, fragen, ob uns denn nicht heiß ist, ob wir das überhaupt aushalten, ob das nicht irgendwie ungesund ist und so weiter. Genau dieses Mysterium möchte ich heute für euch aufdecken. Und los geht's! Während also die Temperaturen im Sommer steigen, nimmt unsere Kleidung ab. Es ist absolut logisch, dass man im Sommer den fetten Winterpulli, die dicken Wollsocken und den Strickschal zur Seite räumen wird, um sich luftigeren, leichteren und hitzefreundlicheren Kleidungsstücken zu widmen. Und das ist auch bei Hijabis nicht anders. Ja, wirklich. Auch wir spüren natürlich die höheren Temperaturen und wollen diesen mit der entsprechenden Kleidung entgegenwirken. Nur machen wir das auf eine ganz andere Art und Weise. Als bedeckte Frauen oder Hijabis wird unsere Kleidung zwar nicht kürzer oder freizügiger, aber sie wird weiter, luftiger und leichter. Habt ihr schon mal darauf geachtet, wie sich Hijabis oder bedeckte Frauen im Sommer eigentlich so kleiden? Falls nicht, dann helfe ich euch gerne und zeige euch heute ein paar meiner eigenen persönlichen Sommeroutfits als Beispiel. Outfit Nummer 1. Also, man sieht hier schon, ich trage ein weites, langes Oberteil, was noch dazu hell ist. Es ist sehr luftig, es ist weit und ich muss jetzt nicht irgendwie groß noch was drunter anziehen, um es noch irgendwie blickdicht zu machen. Die Hose ist einfach gerade geschnitten, ein sehr leichter, dünner Stoff. Und die Socken schauen zwar dunkel aus, sind aber auch sehr, sehr dünne, durchsichtige Socken. Sonst Sportschuhe und mein Kopftuch. Das heißt, im Prinzip trage ich einfach eine Hose, ein Oberteil und ein Kopftuch. Was jetzt nicht so viel anders ist als andere Personen, die vielleicht auch eine Hose und ein Oberteil tragen. Wie ihr sehen könnt, weite, luftige Kleidung, dünne Kleidung, trotzdem blickdicht. Und mir kann irgendwie niemand erzählen, dass mir dann in diesem Outfit irgendwie heiß sein wird. Eines meiner Lieblingsoutfits im Sommer, Outfit Nummer 2, ein langärmliches, langes, blickdichtes Kleid. Kleider fungieren wie eine Art persönliche Klimaanlage. Und wenn du auch noch ein Kleid findest, was eben blickdicht ist, langärmlich und lang ist, dann musst du, wie gesagt, eigentlich nicht mehr wirklich irgendwas drunter anziehen. Aber ja, also auch hier einfach nur ein langärmliches, langes Kleid und ein Kopftuch. Also ich glaube nicht, dass mir dadurch irgendwie heißer sein wird als anderen Personen. Für die Sommertage, an denen der Wind vielleicht doch ein bisschen weht, eine Jeanshose, die aber trotzdem recht weit geschnitten ist, ein langes Oberteil, wieder sehr weit geschnitten, wieder blickdicht, also auch hier einfach nur eine Hose, ein Oberteil und mein Tuch. Wenig Kleidung, sehr luftig, sehr weit und zu guter Letzt für die, die es luftig und trotzdem praktisch haben wollen, eine luftige weite Hose, ein helles weites Oberteil, Sportschuhe, Kopftuch und fertig ist das Outfit. Ich hätte jetzt natürlich einige mehr Beispiele, aber ich glaube, das Prinzip wurde verstanden und ihr seht, dass diese Outfits, obwohl sie eben lang und bedeckend sind, trotzdem sehr luftig und weit und eben dadurch für den Sommer geeignet sind. Während man sich im Winter vielleicht eher nach dem Schichtenprinzip orientiert und versucht, möglichst viele Schichten zu tragen, um sich warm zu halten, versucht man natürlich im Sommer das genaue Gegenteil. Als Hijabi oder bedeckte Frau greift man im Sommer zu möglichst wenigen Kleidungsstücken, die aber trotzdem lang sind, blickdicht sind und möglichst wenig Haut zeigen. Wie ihr aber in den Fotos gesehen habt, heißt das nicht, dass die Kleidung dadurch dicker ist oder warm hält, ganz im Gegenteil.
Diese luftige Kleidung ist eigentlich eine Art integrierte Klimaanlage. Also, jetzt wo wir über die Kleidung gesprochen haben, steht hier immer noch eine Frage im Raum. Und zwar, was ist mit dem hier? Doch auch beim Kopftuch kann ich euch dasselbe sagen. Denn genauso wie jeder und jede zwischen Sommer- und Winterkleidung unterscheidet, unterscheiden auch wir zwischen Tüchern für den Sommer und Tüchern für den Winter. Während ich also im Winter vielleicht so einen Stoff tragen würde, der eben dunkler ist, dicker und recht lang, sodass ich ihn mehrmals um den Kopf wickeln kann, um mich warm zu halten, würde ich im Sommer wahrscheinlich eher so ein Tuch nehmen, was richtig leicht und angenehm ist. Ihr seht also, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Tragen von mehr Kleidung bzw. mehr Kleidungsstücken und dem Tragen von Kleidung, die einfach länger geschnitten ist. Bloß weil eine Frau im Sommer vielleicht mehr von sich selbst bedeckt, heißt es nicht unbedingt, dass ihr heißer sein muss als einer anderen Frau, die sich entscheidet, sich freizügiger zu kleiden. Übrigens. Eine kleine Randnotiz von mir, dass Freizügigkeit automatisch zu einem geringeren Hitzegefühl führt, ist eigentlich ein Irrglaube und einfach ein falsches Konzept. Überlegen wir mal, wenn wir etwas kühl halten wollen, würden wir es wahrscheinlich auch nicht einfach ohne Schutz in die pralle Sonne legen, oder? Es gab übrigens auch schon eine Reihe von Studien, die bewiesen haben, dass längere Kleidung im Sommer vor UV-Strahlen schützt und unseren Körper kühl hält, vorausgesetzt natürlich, die Kleidung ist aus dem richtigen Material. Werfen wir mal einen Blick auf jene Kulturen, in denen Menschen schon seit Jahrhunderten mit Hitze, Wellen und Höchsttemperaturen zu kämpfen haben. Es fällt uns auf, dass diese sich oft von Kopf bis Fuß komplett bedeckt halten, und zwar Männer und Frauen gleichermaßen. Und das hat nicht unbedingt einen religiösen Hintergrund, aber einfach einen praktischen Hintergrund, weil lange, luftige, weite Kleidung vor der Sonne schützt, vor den UV-Strahlen schützt und den Körper kühl hält. Und wenn wir schon über lange und bedeckende Kleidung sprechen, hätte ich eine letzte wichtige Frage. Ich habe bisher ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass ein Mann im Sommer gefragt wurde, ob ihm beispielsweise in seinem Anzug mit langärmeligem Hemd, mit Sakko, mit einer langen Hose nicht heiß ist. Sehr, sehr interessant, oder? Ah, wartet mal kurz. Glaubt ihr, es hat damit zu tun, dass Anzüge meistens von Männern getragen werden und Freizügigkeit und Haut eher mit Frauen in Verbindung gebracht wird? Oder könnte es vielleicht auch daran liegen, dass uns in Wahrheit ziemlich egal ist, ob ein Mann sich lang oder kurz anzieht und uns Kleidung eigentlich nur dann interessiert, wenn sie an einer weiblichen Person, also an einer Frau, getragen wird? Nur so ein Gedanke. Okay, Time out. Ende mit dem Sarkasmus, sprechen wir mal Klartext. Um eines ein für alle Mal klarzustellen, um diese Diskussionen hoffentlich endlich aus der Welt zu schaffen, egal ob bedeckt oder nicht, egal ob freizügig, egal ob mit viel oder wenig Haut, einer Frau sollte es immer freigestellt sein, selbst zu entscheiden, wie sie sich kleiden möchte. Im Sommer und im Winter gleichermaßen. Und deshalb sind sowohl solche Aussagen, ist dir nicht heiß damit? Wie hörst du das bitte aus? Ist das nicht komplett ungesund? Wieso tust du dir das eigentlich bei der Hitze an? Willst du unbedingt einen Hitzeschlag erleiden? Als auch solche Aussagen. Ist der Rock nicht etwas kurz? Also so warm ist es ja noch nicht, dass du jetzt schon so viel Haut zeigst. Pass auf, dass du nicht langsam ein wenig billig aussiehst mit diesem Top. Sag mal, wie kannst du dich eigentlich wohlfühlen, wenn du so viel Haut zeigst? Völlig inakzeptabel. Obwohl diese Aussagen eigentlich an zwei komplett unterschiedliche Frauengruppen adressiert sind, ist das Kernproblem dasselbe. Es nehmen sich hier Menschen das Recht heraus, den Kleidungsstil einer Frau zu beurteilen, zu verurteilen, zu kommentieren und vielleicht sogar zu diktieren. Und seien wir mal ganz ehrlich, die Tatsache, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch darüber diskutieren müssen, wie viel Haut Frau schon oder nicht, wann und wie zeigen darf, kann, soll oder muss, zeigt uns doch eindeutig, dass nicht die Frau oder ihr Minirock oder Kopftuch das eigentliche Problem ist, sondern die Tatsache, dass sie immer noch anhand dieses Minirocks oder Kopftuchs verurteilt wird. Und zwar im Sommer und im Winter. Ich bin also optimistisch, dass wir eines Tages den Punkt erreichen werden, an dem uns nicht mehr interessiert, was eine Frau am Körper trägt, sondern was sie im Kopf und im Herzen trägt.
Danke, liebe Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet euch irgendwie damit identifizieren oder es hat euch zum Nachdenken angeregt. Falls ja, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Außerdem würde mich auch interessieren, ob ihr mal in einer Situation wart, wo jemand eure Kleidung irgendwie kommentiert oder verurteilt, beurteilt hat. Egal ob freizügig oder bedeckt. Also lasst mich auch das in den Kommentaren wissen. Es würde mich sehr interessieren. Ansonsten vergesst nicht, dieses Video zu liken und sonst auch ein Abo für den Kanal dazulassen. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen und ich antworte auch immer gern auf Nachrichten auf Instagram. Ansonsten sehen wir uns am Montag mit einem neuen Video. Assalamu alaikum.